herzlich willkommen zu den CATV News aus dem August. Diesmal ein paar Tage verspätet. Ich brauchte auch mal Urlaub. Österreich, Operation Grasgeflüster. Suchtgiftermittler führten unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Leoben von Ende 2018 bis Frühsommer 2021 umfangreiche und intensive Ermittlungen gegen Betreiber und Angestellte von 4 Hanfshops und 3 CBD-Blütenproduzenten. Auf die Spur der Verdächtigen kam die Polizei, weil es in den Bezirken immer mehr nach Cannabis der Marke Eigenbau gab. In einigen Fällen wurden professionelle Cannabisanlagen in Wohnungen gefunden. Deren Besitzer gaben schließlich Hinweise, woher sie die Pflanzen, die Gerätschaften, aber auch das Wissen im Umgang mit den Pflanzen bezogen hätten. Die verdächtigen CBD-Produzenten sollen nicht nur Nutzhanfsorten vertrieben haben, sondern auch eigene Kreuzungen. Zuweilen war auch der THC-Gehalt dieser neuen Züchtung zwar niedrig, aber dennoch ist das verboten, meint Kriminalistin Gruber. Die Ermittlungen ergaben, dass es sich bei offensichtlich um ein branchenübliches Verhalten handeln dürfte. Und die Redaktion möchte hiermit darauf hinweisen, dass es grundsätzlich nicht verboten ist, solange die Grenzwerte eingehalten werden und es gibt kein geltendes Gesetz, was dagegen spricht. Die 10 festgenommenen Verdächtigen sind zwischen 26 und 36 Jahre alt. 2 von ihnen einschlägig vorbestraft. Ermittelt wurde offenbar auch gegen 140 Kunden. Wien. Auch die Zerstörung einer illegalen Hanfplantage in Wien-Liesing durch die Wiener Polizei im Juli 2020 hat nun ein gerichtliches Nachspiel. Der Betreiber will den Schaden, den er mit mehr als 200.000 Euro beziffert, ersetzt bekommen. Die Polizei war im Vorjahr in seine Halle gekommen und hatte knapp 1.800 Pflanzen einfach abgeschnitten, die der Mann für die Produktion von in der Kosmetik eingesetzten Öl gepflanzt hatte. Laut Kurier gab das Verwaltungsgericht nun dem Betreiber bei einer Maßnahme Beschwerde bereits recht und erkannte den Polizeieinsatz zumindest in dem Ausmaß als rechtswidrig. Dennoch habe man mit dem Ansehen des Unternehmens auf Schadensersatz eine Absage erteilt, weil ein unrechtwidriges und schuldhaftes Verhalten von Ordnungsorganen nicht vorliege und die Annahme, dass es sich um illegale Hanfpflanzen handelte, vertretbar gewesen sei. Ein Gerichtsurteil, was für viele den Ruin bedeuten könnte und hoffentlich in weitere Instanzen geht. Ja, und noch mal eine Meldung aus Österreich, Premsstetten. Eine Überraschung haben am Samstagvormittag Einsatzkräfte bei Löscharbeiten eines Wohnungsbrandes in Premsstetten gemacht. Das ist im Bezirk Graz. Der 21-jährige Wohnungsbesitzer hatte wohl in der Früh noch eine Kerze entzündet und sich anschließend wieder ins Bett gelegt. Vermutlich kippte die Kerze um und setzte die Wohnung in Brand. Im Zuge der Löscharbeiten wurden laut Polizei in einem Nebenraum eine Cannabisplantage gefunden. Die Pflanzen wurden sichergestellt. Die verständigten Einsatzkräfte brachten den Brand aber rasch unter Kontrolle. Der durch die Rauchentwicklung aufgewachte junge Mann wurde zu weiteren Abklärungen ins LKH Graz West gebracht. Weitere Ermittlungen laufen. Und dann gibt es noch eine Meldung aus Feldkirchen, viel aus Österreich heute. Dort wurde ein Paar bei der Extraktion schwer verletzt. Eine 37-jährige Frau und der 29-jährige Mann hatten am Vormittag mit der Herstellung des Cannabisöls begonnen. Durch Unvorsichtigkeit kam es gegen 10.35 Uhr dann plötzlich zu einer Explosion. Durch die Druckwelle wurde die heiße Flüssigkeit sowie Glassplitter eines daneben stehenden Tisches durch die Luft geschleudert. Das Pärchen wurde davon offenbar von den Glassplittern getroffen und schwer verletzt. Dennoch löschte der Mann selbstständig den Brand, unterstützt von seiner 28-jährigen alten Schwester. Nachbarn und weitere Familienangehörige versorgten die Verletzten. Anschließend wurden sie vom Notarzt in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Deutschland. Frau zeigte Ehemann bei der Polizei an. In Schwabach zeigte eine Frau ihren Ehemann an, weil dieser im gemeinsamen Keller Cannabispflanzen und Hanfsamen lagerte. Am Freitag gegen 22 Uhr hat die 51-Jährige während der Abwesenheit ihres Mannes die Schwabacher Polizei angerufen. Die Beamten trafen an. Gleich hinterkam auch der Ehemann nach Hause. Also die Ehefrau erwähnte gegenüber der Polizei, dass sie im Keller Cannabispflanzen und Hanfsamen gefunden hätte. Die Pflanzen und Samen wurden sichergestellt. Dem Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz.
Ja, dass Ehepartner sich gegenseitig anzeigen, käme ungefähr alle 2 bis 3 Jahre vor, so die Polizei. Wir von der Redaktion raten zur Ehrlichkeit und vorherigen Absprache mit euren Partnern. Bei vielen wäre auch eine vorzeitige Trennung anzudenken. Ja, 6 Gramm Grenze bei Cannabis gefordert. Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig, denkt um und plädiert plötzlich für den Cannabisbesitz bis zu einer Eigenbedarfsgrenze von 6 Gramm. Künftig als Ordnungswidrigkeit zu verfolgen und nicht mehr als Straftat. Vertretbar wäre aus meiner Sicht eine Grenze von 6 Gramm, und zwar bundesweit, sagt Ludwig, aus Deutschland. Ein solcher Grenzwert habe eine gewisse Signalwirkung und einen Einfluss auf das Konsumverhalten. In den meisten Bundesländern wird bei dem Besitz von bis zu 6 Gramm Cannabis schon jetzt in der Regel auf eine Strafverfolgung verzichtet. In einigen Ländern gelten auch höhere Obergrenzen. In Berlin zum Beispiel tolerierte man sogar 15 Gramm. Das sei aber eindeutig zu hoch, sagte Ludwig. Ludwig forderte zudem, künftig das sogenannte Drug-Checking in Deutschland zuzulassen. Wir halten die Bestrafung weiterhin für das falsche Signal und verweisen unter anderem darauf, dass vor den Wahlen oft viel versprochen wird. Und hier noch eine Meldung aus der Schweiz. Die Stiftung Kontakt erweiterte ihr Drogentestangebot auf Cannabis. Ab Mitte August können Konsumierende ihren Stoff in Bern und Biel anonym und kostenlos analysieren lassen. Ziel von Kontakt ist es, Überdosierungen zu verhindern und über Risiken zu informieren. Solche Angebote soll es in allen Ländern geben. Cannabis in Kolumbien für Erwachsene. Ja, der Gebrauch von Cannabis für Erwachsene soll in Kolumbien neu geregelt werden. Am Dienstag hat die vorberatende Kommission des kolumbianischen Kongresses dem Projekt mit 17-9 Stimmen zugestimmt. Die Initiatoren des Vorhabens streben damit eine Änderung der Verfassung an, dass die Beschaffung von Cannabis für den Konsum ermöglicht werden soll. Der Konsum selbst ist für Erwachsene heute bereits erlaubt, es ist jedoch untersagt, den Stoff zu beschaffen. Auch existiert kein regulärer bzw. regulierter Markt. Der legale Markt müsse garantiert werden, so könne dieses Geschäft den Drogenkartellen entzogen werden, bekräftigte der liberale Politiker Juan Carlos Losado, Co-Autor des Antrages. Wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal und wir möchten euch noch darauf hinweisen, dass neue Teile unserer Growshow online sind. Allerdings werden alle neuen Videos bei uns wohl von YouTube jetzt auf 18 Jahre gestellt. Ihr müsst also euch anmelden und wir freuen uns auf eure Kommentare. Auch gibt es diese Woche noch eine neue Verlosung einer LED. Die solltet ihr nicht verpassen. Da gibt es was ganz Neues mit einer Tombola. Also bleibt neugierig, abonniert uns und bleibt gesund. Bis dahin. Bye-bye.